Und willkommen zurück zu Let's Play Starbound! So, ich komme hier. Ja, es ist Tag geworden, na bitte. Am Tag sind nämlich diese dreiköpfigen Viecher nicht da. Nice. Genau, du weißt das, ja. Ui. Natürlich weißt du das, der Dave ist allwissend, ja. Das wissen wir doch alle. Wissen wir doch alle, ja. Ja. Genau, ja. Und immer so unhöflich. So, und jetzt nochmal. Ja! Alter. Was? Da haben wir so eine Art unterirdisches irgendwas. So, jetzt müssen wir gleich wieder an diesem Haus ankommen. Übrigens wäre es mal vielleicht ein bisschen besser, wenn du dich mal hinlegen würdest. Warum? Weil dein Leben ein bisschen niedrig ist. Möglicherweise. Quatsch. Ich hab genug Bandagen. Ja, ach Quatsch. Komme ich überhaupt auf diese banale Idee, dass der Dave auch mal schlafen muss? Also. Tja, ich bin nicht derjenige, der die ganze Zeit abkacken ist. Tja, weil du ja auch die Frau bist, die in dem Haus, für den Haushalt sorgen muss. Bin ich nicht, ich bin der Bauarbeiter. Genau, das sagen sie alle. Ja, deswegen bin ich auch am Bauen. Tja, und ich bin da dabei, die Welt zu erkunden. Ich bin Christoph Kolumbus. Der war jetzt nice. ich nehme das ganze Heu hier mit. Ja. Tschö. So. Geiles Haus. Ja, super Haus. Übrig geblieben. Da liegt noch ein bisschen Geld rum. Problem. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Nein. Oh, den hier wollte ich. So. Weiter. Och, Kind. So, dann gucken wir mal, was da irgendwo auch ist. Möglicherweise kommen wir dann später noch auch in der Stadt. Ja? Ja, ja, weil da war ja so ein kleines Häuschen hier vorne bei mir. Das habe ich jetzt auseinandergenommen. Okay. Aber kann sein, dass ich hier gleich... da ist noch ein Holz Häuschen. Und auch ein Mensch, der dort irgendwo, der doch hinten rumsteht. Voll. Das ist so ein komischer Mensch. Der steht da und guckt die und sieht sich den Sonnenaufgang an, während ich hier hinten sein Haus durchnehme. Auseinandernehme, meine ich. Oder vielleicht doch nicht. So. Hey. Du? Wie geht es dir? Klar. Na, Kollege? Okay, ich habe ihn getötet. Oh, hier liegt ja noch diese Fackel. Die nehmen wir auch mit. So, also es kommen hier hin und wieder mal solche Sachen. Oh, und wieder ein Schneegebiet. Oh, ein Schneegebiet. Zack. So, und immer höher. Ich
Möglicherweise können wir uns an dem Viech da vorbeischleichen. Licht! Licht! Oh, Licht! Alter. Junge, mitten in die Aufnahme. Wie der Bauch sich bewegt. Oh, weggesmashed. Ey. Jawohl, nein, Junge, sind hier viele. Weg mit euch. Und eine Truhe. Was ist drin? Kohle, die kommt zu anderen Kohle. Pixel. Und was ist das? Geil. Geil. Was? Zu geil. Wenn du mich das nächste Mal siehst, wirst du es sehen. Nein! Gefunden. Nice, das sieht richtig geil aus. Hey. Entweder wenn ich das nächste Mal sterbe oder wenn ich zurückkomme, wirst du es sehen. Okay. Also in 100 Jahren. Boah. Ich kann dir verraten, dass es ein Kleidungsstück ist. Voll. Wow, ich bin genau in die Höhle reingeschwommen mit den ganzen Viechern. Tja, ihr kriegt mich aber nicht. Tja, wie in DayZ. Genauso lahmarschig seid ihr, ja. Ja, das war eine Beleidigung, ja. Ja, DayZ haben die nie bekommen. Oh, so. Aus der Luft gefischt. Just for fun. Ich ziehe hier immer ohne Bandagen los. So, jetzt komme ich hier wieder in eine aufgeklärte Gegend und wieder zum Schneelandschaft. Alter, ist da gewechselt hat. Okay. Und ich muss Holz holen. Dann mach. Nicht Quatschi, machi. Tja, daneben. Und komm her! Ey, der kommt wirklich. Zack, aus der Luft. Hm. Oh, Pixel. Pixel. Oh, Pixel. Und was machst du so? Jetzt Holz hacken. Tja, ich laufe mit einer geilen Sache, die ich gerade gefunden habe, durch die Gegend. Was ist deine Sache so? Tja, wenn man das kann. Nein, nein. Komm her. Weg. Zick. Nein, ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Nein. Ja. Groß, Alter. Fresst! Lass das mal den Papa machen. Ach, Kind. Da bist du jetzt selbst schuld. Unser Haus ist so schön geil groß. Ja, ja. Lass mal auf einen anderen Planeten. Lass das mal den Papa machen. Papa essen. Macht das gut. Oh. Komm her, mein Hübscher. Nein, nein, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, hahaha, du kriegst mich nicht. Ah, boy, fort. Auch geil, der Vogel mit so einem Ding. Komm, mein Hübscher, ihr Boah, nee, das Kopper muss ich mitnehmen. Du kriegst mich nicht. Ciao. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Junge, ich rede nicht mal von dir. Ich weiß. Okay, keine Lust, das alles jetzt mitzunehmen. Dich habe ich gesehen. Oh, dich habe ich auch gesehen. Junge, sieh dir meine Lebensanzeige an. Und dann haben wir wieder zwei Viecher. Oh, tja, mich kann nichts aufhalten.
Jawohl, noch ein Haus. Oh, was ist das denn für eine geile Statue? Oh, nimm sie mit. Nö. Junge. Ja, mach ich doch. So unwitzig langsam, ein bisschen hier immer. Flowen-Statue, okay. Heu, lass ich jetzt erstmal da. Hier ist das Haus, was du zerlegt hast. Ja, ja, das ist kein Haus mehr, das sind Stöcke. Ey, jetzt viel Kohle, das kann ich noch abbauen, bevor wir auf einen anderen Planeten fliegen. Mach, das brauchen wir. Hier ist eine Stadt. Hauptsache Gronkh und so haben früher mal gedacht, man bräuchte Erdöl. Hier ist eine Stadt. Da einfach nur Kohle reintun. Hier ist eine Stadt. Echt? Ja. Ich fange. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Ich komme. Ich nehme mir jetzt die Sachen erstmal auseinander. Tot, ich habe nichts mehr gegessen. Ich nehme jetzt die Sachen auseinander. Wow. Nice, aber du musst ganz schön lange nach links laufen. Jawohl, so ein Ding ans Feuer. Und im Hintergrund dann haben wir noch so ein Bärenfell. Sauber, ich habe schicke Sachen für unser Haus. Nice, hier war Gronkh auch schon im Übrigen in so einer Stadt. Ja, schon, mir fällt jetzt gerade erst auf, dass ich noch Alien Meat hatte. Dass du noch was hattest? Dass ich noch Alien Meat hatte. Toll. Oh, ich hab uns zwei schöne Sessel. Klar. Ja. Dann nimm nicht, dann lass ich sie eben da. Das ist gut. Ich weiß. Und Bücher, die lasse ich mal Bücher sein. Ja, Bongo. Schon wieder Bücher. Oh. Junge, wie ich hier einfach alles so auseinandernehme. Scheiße im Inventar. Ist fast tot übrigens. Ich weiß, aber ich bin ja hier gerade in der Stadt. Oh. Ui, ab auf den Planeten. Lass es. Ich habe übrigens 9 Bandagen. Gut. Falls du welche brauchst, sag Bescheid. Ja, die wären nicht schlecht für gleich. Wäre nice, wenn wir mal einen Blueprint finden. Ja, ja, das wäre auch endgeil. Nicht die. Dreiköpfig? Nee, diese komischen, dieser Samenkinders da. Ah ja. Egal, diese Samenteile gehen eigentlich. Ja, aber die gehen dann auch. Okay, ich mache jetzt erstmal nicht alles weg, sondern ich gucke mich nach Kisten um mit Brauchbarem. Oh, da waren noch mehr Bonbons. Ja. Ey, da ist nichts drin. Da machen wir uns noch so ein Musikzimmer. Auch nur Bücher. Ah. So ein Buch. Buchzimmer. So. So, ich nehm die Sachen gleich noch mit. Ich will nur erstmal in die ganzen Kisten nachsehen, bevor der Dave kommt. Jawohl. Nehme ich gleich mal mit. Was? Etwas. Junge, es hat nicht mal etwas. Das ist ein Together, kein Das Teil gefällt mir. Was denn? Wirst du noch früh genug sehen? Junge, du Sackgesicht, sag! Ich habe eine neue Wumme gefunden. Das ist ein Let's Play Together und kein Let's Player, ein Egoist. Meint der Let's Player ein Egoist? Ich habe eine neue Waffe gefunden. Ich baue da unten alles. Und du bist nicht verdammbar dafür! Tja. Oh, deswegen verfolgt er mich, weil ich hier die ganze Zeit mit der Waffe, neuen Waffe rumlaufe. Lara. Tschö. Oh, da hätte ich auch hochgekommen. Nö, jetzt nicht. Melde dich gerne
hoppen will. Und das ist der Timer, also würde ich sagen, ist das der Startschuss für die fürs Ende dieser Folge und für den Start der nächsten Folge. Und wir sehen uns deshalb in der nächsten Folge wieder von Let's Play Starbound. Tschüss. Ja, tschüss.